Der Flug des Kometen. Ich muss das Ableben meiner Gefühle herbeiführen. Ich muss mich der Dinge entledigen, die ich nicht verstehen kann. Wozu dienen Emotionen? Warum fühle ich Liebe? Veränderungen kommen und verlassen mich und versetzen mir einen weiteren Stoß. Springe in den Fluss, solange die Schlingpflanzen schlafen. Die Kälte lässt mich zittern. Ich bin tief auf den Grund hinabgesunken. Dann sehen wir die aufgehende Sonne und ich atme schwer. Wir sitzen nebeneinander und doch weit auseinander. Später werde ich aufwachen, nur um festzustellen, dass du gegangen bist. Ich werde niemals erfahren, worin dein Irrtum bestanden hat. Ist es möglich, dass du gerade zur rechten Zeit in mein Leben kamst, als ich die dunkelsten aller Stunden erlebte? Noch eine weitere Frage, bevor ich mich nach dem Schlaf ausstrecke. Fühlst du mein Herz, wie es wild aus meiner Brust herausschlägt? Verzweifelt versuchte ich dich zu erreichen, denn ich kann keinen Sinn finden und sende einen Ruf in die Welt hinaus. Der Boden wird zur Decke, alle Straßen führen nach nirgendwo. Das Licht wird von der Dunkelheit verschluckt, alle Plätze sind leer und alle Fenster erblindet. Und der Einsame verschwindet in diesem Meer aus Fremden. Ich schreite in den Wahnsinn und ertrinke in der Traurigkeit, bis wir uns wieder begegnen. Und ich habe längst begonnen, alle Tage ohne dich zu zählen. Wo war ich ohne dich und wo würde ich ohne dich sein? Mein Herz ist das geöffnete Buch, dessen Bilder du schauen und dessen Geschichte du lesen kannst. Du siehst alle Geheimnisse, die besuchten Plätze, die begangenen Sünden und alle Gedanken und alles Gefühlte. Du erblickst die Wut und das Glück. Sieh in deiner Tasche nach dem Schlüsselbund, den ich dir gab. Einen für mein Gemüt, einen für mein Wesen, einen für meine Seele, einen für die Wahrheit, einen für mein Leben, einen für mein Herz, einen für meine Verbundenheit mit vorzüglichster Hochachtung. Komm, denk an die guten Worte und Momente, die wir zurücklesen. Sie sind vorbeigezogen und überleben nur in der Erinnerung. Später bin ich eingeschlafen und du warst wieder da, mit meinem Herzen in deinen Händen und all den unausgesprochenen Worten auf deinen Lippen und Gedanken, die sich über unseren Häusern in Schmetterlinge verwandelten und in den Sonnenuntergang flogen.